sagen. Inklusiven und auch integrativen, und da legen wir großen Wert drauf, Wandertag hier im Kreis Waldeck-Frankenberg. Die Aktion für behinderte Menschen Hessen hat das Ganze organisiert und die Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg in Zusammenarbeit mit vor allem dem Naturpark und dem Nationalpark, und Frau Backhaus kommt dann auch gleich noch hier nach vorne, der Stadt Frankenau, dem Vorkreis, haben dieses Ganze organisiert. Und ich will das gleich hier am Anfang sagen, wenn es nicht zwei Menschen gegeben hätte, die sich so engagiert für die Vorbereitung und Durchführung dieses Wandertages eingesetzt hätten, dann könnten wir heute nicht wandern. Nämlich Andrea Dreisbach von Horst Bethe vom Vorstand der Aktion für behinderte Menschen. Das ist ein Applaus wert. Diese beiden haben sich hier wieder reingegangen und hatten heute Morgen, ich dachte, ich wäre der Erste, da hatten die beiden schon alles aufgebaut. Unser Schirmherr, der Landrat, musste leider absagen, genauso wie der Bürgermeister von Frankenau, aber dafür ist der erste Stadtrat hier allein. Ja, ich begrüße euch alle im Auftrag der Aktion für behinderte Menschen Hessen und im Auftrag der Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg. Seit fast 45 Jahren sind wir hier im Landkreis tätig. 45 Jahre versuchen wir, Teilhabe zu ermöglichen, versuchen wir, für und mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Und dabei kommt es mir ganz wichtig darauf an, dass wir nicht nur für, sondern auch mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Und deshalb freue ich mich, dass so viele hier auf den Einrichtungen hergekommen sind und mit uns wandern wollen an einem wunderschönen Herbsttag. Es ist Herbstwetter, aber es gibt heute keinen Regen und das ist ganz wichtig. Die Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg versucht nicht nur für, sondern auch mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Deshalb haben wir ein großes Programm aufgelegt mit Veranstaltungen, wo Menschen mit und ohne Behinderung teilnehmen können. Ich bin eben schon mehrfach angesprochen worden auf unsere Disco. Horst, nächstes Jahr müssen wir das wieder machen, denn das Bedürfnis ist groß, mal wieder inklusiv zu tanzen, und das wollen wir im nächsten Jahr wieder tun. 12. März, schon mal notieren. Ich bin auch angesprochen worden, und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, dass bei den Einrichtungen dieser Wandertag zu spät angekommen sei, erst in den letzten 3 Wochen. Am Anfang des Jahres haben wir bereits, vielleicht kann man das mitnehmen, am Anfang des Jahres haben wir bereits diesen 15. Oktober in unserer Planung, in unserer Jahresplanung gehabt. Deshalb ist es schade, dass einige Menschen, die heute gerne dabei wären, nicht dabei sein können, weil es anscheinend in den Untergliederungen der Einrichtungen nicht so angekommen ist, wie wir das uns eigentlich vorgestellt haben, dass das bereits in die Jahresplanung aufgenommen worden ist. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute aus der Aufnahmeeinrichtung Mecklinghausen eine große Anzahl von Teilnehmern haben. Ich hoffe, Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. Ich hoffe, dass das geklappt hat mit der Aufteilung auch auf die einzelnen Gruppen, sodass wir also wirklich auch integrativ diesen Tag gestalten können. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Freunde aus der Kreisgruppe Osthessen aus Hülda angereist sind heute Morgen, um mit uns zu wandern, unter Führung des Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Blankenau, meinen lieben Freund Theo Schlümpf. Herzlich willkommen auch Alexander Wendt ist ja schon da, aus der Kreisgruppe Kurhessen, aus Kassel,
auch die Reservisten beteiligen sich an diesem Wandertag. Wie gesagt, unterstützt werden wir auch vom Sportkreis und wir haben Sponsoren. Das ist einmal das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Frau Mohnen ist dort zu nennen, die Referatsleiterin, die uns jedes Jahr seit 2017 mit einer Zuwendung bedenkt, um diesen, um das durchzuführen. Der Landkreis hat uns Geld gegeben, aber auch die Waldecker Bank, das stand ja auch in der Zeitung. Ohne diese Unterstützung könnten wir das nicht durchführen und deshalb herzlichen Dank an die Sponsoren. Aber großes Dankeschön an Naturpark und Nationalpark. Ich weiß, dass ihr fürchterlich am Arbeiten seid. Aber warum soll es euch besser gehen als uns? Wir arbeiten ehrenamtlich, ihr arbeitet hauptamtlich weit über das hinaus, was von euch verlangt wird. Und gerade auch in der Vorbereitung, auch in der kurzfristigen Vorbereitung dieses Wandertages. Ein herzliches Dankeschön und ein großer Applaus an Naturpark und Nationalpark Kellerwald in Essen. Herzlichen Dank. In einer schöpferischen Atmosphäre frei arbeiten, Kunst verbindet, ist unser Motto. Die Künstlerinnen und Künstler aus Bad Arolsen habe ich hier ausgestellt, eine inklusive Künstlergruppe. Und schauen Sie sich die Bilder ruhig an, es sind wirklich ganz tolle Kunstwerke, die hier ausgestellt.
Der Oberst Damm und ich erkennen uns schon ein paar Jährchen. Auch im Hessentag ist er ja immer auch aktiv mit der Aktion für behinderte Menschen. Auch darüber hinaus haben wir öfter Kontakt gehabt. Und als ich jetzt Regierungspräsident geworden bin, hat er gesagt, dieses Jahr haben wir wieder Aktivität, vielleicht klappt es ja irgendwann. Und hat mir auch von dem Wandertag erzählt. Damals hat er gesagt, wenn ich da irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun. Und das hat geklappt. Ich darf heute hier sein, bin gespannt auf all diejenigen, die jetzt von der Wanderung zurückkommen, auf die Aktivitäten, die hier stattfinden. Und ich darf mich jedenfalls bei allen ganz herzlich bedanken, die das hier organisieren, die ihre Freizeit, ihr Engagement einbringen, damit das ein schöner Tag wird. Und ich hoffe, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Tag auch so schön erleben. Jedenfalls, ich freue mich, dass ich hier sein kann und wünsche allen schöne Stunden hier in Frankenau. Ich brauche dich. So, bitteschön, guten Appetit. Da ist Brot, hier ist Löffel, alles.